Winton, eine kleine Stadt in der Nähe von London. In einem abgelegenen alten Haus geschieht ein Mord. Das Opfer, Gordon Stewart, wohlhabender Immobilienmakler. Der Mörder, sein Angestellter und engster Mitarbeiter Mark Paxton. Beihilfe leistet die Ehefrau des Opfers, Diana Stewart, die Geliebte von Mark Paxton. Wenn wir ihn in meinen Wagen gebracht haben, fährst du sofort nach Hause. Später rufst du mich im Büro an. Sagen wir um 4. Die Tat war sorgfältig geplant. Die von Kriminalinspektor Clay eingeleitete Suche nach dem Vermisstgemeldeten verläuft ergebnislos. Meinerseits ging 10:30 nochmal an. Danke. Und machen Sie sich keine allzu großen Sorgen. Wahrscheinlich findet sich für alles eine ganz harmlose Erklärung. Vielen Dank. Doch dann treten Ereignisse ein, die im Plan des Mörderpaares nicht vorgesehen waren. Als Mark in der Nacht die Leiche beiseite schaffen will, ist diese verschwunden. Zur gleichen Zeit erhält Diana einen mysteriösen Anruf. Es meldet sich Gordon Stewart, ihr totgeglaubter Mann. Ja, bitte. Hallo. Diana, ich bin's, Gordon. Gordon. Hör zu, Diana. Hör gut zu. Bei der Identifizierung musst du sagen, dass ich es bin. Sie sollen denken, die Leiche bin ich. Hast du verstanden? Ich rufe dich wieder an. Am nächsten Morgen wird tatsächlich an der angegebenen Stelle eine Leiche gefunden. Wie befohlen, erklärt Diana den unkenntlichen Toten für ihren Mann. Ich darf der Ordnung halber noch mal meine Frage wiederholen. Sie sind ganz sicher, absolut sicher, der Tote ist Ihr Mann? Ja, bestimmt. Während sich Diana erschöpft zurückzieht, empfängt Mark ein mit den Stewarts befreundetes Ehepaar, Emily und Walter Brown. Sie übergeben ihm ein Zigarettenetui, das offenbar Diana gehört. Beinahe hätte ich es doch vergessen. Dianas Zigarettenetui. Das habe ich in ihrem Mantel gefunden. Mantel? Ich sage dir, das ist ganz hübsch, aber es ist nicht meins. Sei nicht albern, Diana, sogar dein Name ist eingraviert. Für Diana, die mich traf wie ein Blitz. In Liebe, Gordon. Indessen meldet sich der Tote am nächsten Tag erneut. Diesmal jedoch hat er Dianas Freundin Emily angerufen. Er lässt seiner Frau ausrichten, dass er sie treffen will. Du sollst ihn heute Nachmittag treffen, um 3 Uhr. Wo? Im alten Hafen auf dem Schrottplatz. Diana ist fest entschlossen, sich zum angegebenen Treffpunkt zu begeben. Ja, begreifst du denn nicht, dass das eine ganz gemeine Falle ist? Was für eine Falle? Richtig. Marks Ahnung scheint sich zu bestätigen, als sich eine gewisse Kitty Tracy bei ihm meldet und ihm mitteilt, dass Diana Stewart soeben wegen Mordverdachts verhaftet worden sei. Und wo? Auf dem Schrottplatz am alten Hafen. Und woher wissen Sie das? Ach, ich interessiere mich für solche Dinge, Mr. Paxton. Und für Mrs. Stewart und Sie interessiere ich mich auch. Speziell sogar und schon sehr, sehr lange. Ja, und natürlich auch für die andere Geschichte. Welche andere Geschichte? Sie wissen doch. Die Geschichte mit dem Blitz. Ich... Mrs. Wenn jemand anruft, ich bin nicht da und komme erst morgen gegen 11:30 wieder. Ja, Mr. Paxton. Thank you.
Klinge wie verrückt. Warum machst du dich auf? Du bist also nicht verhaftet worden. Verhaftet? Ja, ich bekam einen Anruf ins Büro heute. Ja, was soll das heißen? Wer hat angerufen? Ja, sag mir erst, was war los? Ich bin doch zum Schrottplatz gefahren. Und? Als ich da ankam, war die Polizei da. Sie haben Gordon gefunden. Irgendjemand muss ihn dahin geschafft haben. Du hattest recht. Die Polizei hat festgestellt, dass er seit 2 Tagen tot ist. Ja, es kann nicht Gordon gewesen sein am Telefon. Was war noch los? Erzähl. Klee hat mich in sein Büro gebeten. Er stellte mir Fragen. Vor allen Dingen wollte er natürlich wissen, was ich am Schrottplatz wollte. Zuerst wollte ich lügen, eine Geschichte erfinden, aber dann habe ich ihm doch die Wahrheit gesagt. Mit anderen Worten, Mrs. Stewart, Sie haben erwartet, auf dem Schrottplatz Ihren Mann zu treffen. Ja. Obwohl ich sagen muss, ich weiß eigentlich nicht, was ich wirklich erwartete. Emily, Miss Brown, sagte, mein Mann hätte so völlig verzweifelt geklungen am Telefon. Ich hatte das Gefühl, ich muss hinfahren. Sind Sie gar nicht auf die Idee gekommen, mich zu verständigen? Nein, Inspektor, ehrlich gesagt, nein. Ich war so nervös und durcheinander. Ja. Sie sagen, Mrs. Brown war fest überzeugt, dass der Anrufer ihr Mann war. Ja, absolut. Sie hatte keinen Zweifel. Ja, danke schön, Mrs. Stewart. Inspektor, darf ich Sie etwas fragen? Natürlich, bitte. Wodurch haben Sie meinen Mann gefunden? Wir bekamen einen anonymen Brief, aber das sagte ich Ihnen ja schon. Er kam heute mit der 2. Post. Sie können ihn gerne sehen. Danke. Und Sie haben keine Ahnung, wie Nein, das... Nein, leider nicht. Noch nicht. Danke. Wir mussten ziemlich lange suchen, bis wir Ihren Mann fanden. Nach den ersten Untersuchungen muss der Mord vor etwa 48 Stunden begangen worden sein. Das würde bedeuten, an dem Tag, an dem er verschwand. Ja, ich möchte sogar annehmen, dass er nicht weit von der Stelle, wo Mr. Paxton ihn abgesetzt hat, erschossen wurde. Und dass er erst später zum Hafen gebracht worden ist. Aber warum hat man ihn dorthin gebracht, wenn er doch ganz woanders... Das weiß ich auch nicht. Aber möglicherweise hat das mit dem Kleiderwechsel zu tun. Aber möchten Sie auch ein Tässchen? Nein, danke. Kleiderwechsel? Ja, denken Sie doch an den Mann im Steinbruch, dem man die Sachen ihres Mannes angezogen hatte. Ja, natürlich. Wissen Sie inzwischen, wer der Mann war? Wir konnten ihn heute Vormittag identifizieren. Sagt Ihnen der Name Harding etwas? Nein. Nein, ich glaube nicht. Ken Harding. Er hatte ein Wettbüro in Oakfield. Aber damit kaschiert er nur seine anderen Geschäfte. Ziemlich finstere. Soweit wir bisher festgestellt haben. Ken Harding. Ich habe diesen Namen noch nie gehört. Ach, erlauben Sie mir eine Frage, Mrs. Stewart. Ja, bitte. War Ihr Mann wohlhabend? Ja, er verdient schon sehr gut. Gibt es Erben? Außer Ihnen, meine ich. Nein. Mein Mann machte vor 2 Jahren sein Testament und abgesehen von kleineren Zuwendungen geht alles an mich. Wissen Sie etwas Näheres über diese kleineren Zuwendungen? Ja. Er setzte zum Beispiel unsere Haushälterin... Mrs. Hopkins. Ja, 1000 Pfund aus. Sie betreute ihn schon vor unserer Ehe und Gott, mein Mann, schätzte sie sehr. Mrs. Stewart, haben Sie irgendeinen, auch nur vagen Verdacht, wer Ihrem Mann nach dem Leben getrachtet haben könnte? Nein. Nein, ich stehe vor einem Rätsel. Gut, mein Mann war kein... ausgesprochen liebenswürdiger Mensch. Er hatte wenig persönliche Freunde, aber soweit ich es beurteilen kann, hatte er sicher auch keine Feinde. Tja, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Mrs. Stewart. Ja, sobald wir irgendetwas in Erfahrung bringen, werden wir Sie sofort verständigen. Und lassen Sie sich nicht von den Zeitungsleuten belästigen, schicken Sie sie zu mir. Ich danke Ihnen sehr, Inspektor. Ach, Mrs. Stewart. Ich war schon halb aus der Tür und da kam er mir noch einmal nach und fragte nach Gordons Anwalt. Ich gab ihm die Adresse. Mein Gott.
Ich habe mit einer ganz anderen Geschichte gerechnet. Ich bekam einen Anruf vor einer Stunde von einer gewissen Kitty Tracy. Sie sagte mir, du seist verhaftet worden. Kitty Tracy? Ja, wieso? Kennst du sie? Ja, sie hat so einen kleinen Laden in der Station Street, in einem der Häuser, die Ned Parker gehören. Das ist aber merkwürdig. Was hat sie gesagt? Sie hätte mir etwas mitzuteilen. Und zwar, du seist verhaftet worden heute Nachmittag. Auf dem Schrottplatz am alten Hafen. Ich fragte sie, woher sie das weiß. Darauf sie, ich interessiere mich für solche Dinge. Und für Mrs. Stewart und sie auch, sagte sie, wortwörtlich. Speziell sogar und schon lange. Und natürlich auch für die Geschichte mit dem Blitz. Was soll das nur heißen? Das wollte ich auch wissen. Aber sie hatte schon aufgelegt. Geschichte mit dem Blitz? Ach ja, natürlich. Hier. Für Diana, die mich traf wie ein Blitz. Diana, was ist damit gemeint? Das weiß ich nicht. Ich habe dieses Etui zum ersten Mal gesehen, als du es mir zeigtest. Ein wertvolles Etui mit einer Widmung für dich in deiner Manteltasche, ich bitte. Wie es da hineingekommen ist, weiß ich inzwischen. Wie denn? Mrs. Hopkins hat es hineingesteckt. Ich habe sie danach gefragt und sie sagte ja. Sie hat es beim Packen gefunden und geglaubt, es sei mir aus der Tasche des Pelzes gefallen, den ich Emily zum Ende mitgeben wollte. Mark, ich habe es dir schon einmal gesagt und ich sag's dir noch einmal. Das Etui gehört mir nicht. Also gut, lassen wir das. Erzähl mir lieber, was du von dieser Kitty Tracy weißt. Bitte. Nicht viel. Ned Parker gehören mehrere Häuser in der Station Street und in einem davon hat Kitty Tracy, wie gesagt, ihren Laden. Ihre Wohnung übrigens auch. Ja, ich weiß nur, dass Ned einmal zu Gordon sagte, sie wäre ewig mit der Miete im Rückstand und es gäbe immer Ärger mit ihr. Was für Ärger? Keine Ahnung. Ah ja, Emily erwähnte sie auch einmal. Die Tracy hatte wohl gerade irgendein Schmuckstück bei ihr gekauft und Emily meinte sie, die Tracy sei nun völlig am Überschnappen. Ja, richtig. Ned war dabei. Ned sagte, man solle sich da nicht täuschen. Sie wäre nicht am Überschnappen. Sie hätte nur gerne, dass man das von ihr glaubt. Wieso schon wieder Ned Parker? Erwartest du jemanden? Nein. Wir gehen ins Schlafzimmer. Ihre Zeitung, Mr. Paxton. Sie lagen auf der Matte. Kommen Sie bitte rein. Haben Sie im Moment Zeit für mich? Ja, bitte, treten Sie. Dankeschön. Verzeihen Sie die Störung, aber im Büro habe ich Sie nicht mehr erreicht. Ich bin... Sehr hübsche Wohnung. Heute schon etwas früher vom Büro weggegangen. Setzen Sie sich doch bitte. Dankeschön. Ein Drink, Inspektor? Nein, danke, Mr. Paxton. Oder ein Tässchen Tee? Nein, danke, wieder noch. Aber ich darf mir was holen. Ja. Ich bitte Sie. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gehört haben, Mr. Paxton. Mr. Stewart ist doch tot. Wir haben seine Leiche heute Nachmittag gefunden. Tja, ich habe es vor 5 Minuten gehört. Telefonisch von Mrs. Stewart. Das muss ein schwerer Schock für Sie gewesen sein. Ja, das war es wohl. Aber sie hat eine bewundernswerte Haltung gezeigt. Das hier ist der eigentliche Anlass für meinen Besuch bei Ihnen. Einer meiner Leute hat sie heute Nachmittag gefunden. Hm. Tja, das ist doch Mr. Stewarts Brieftasche. Ja, ich dachte mir, dass Sie sie kennen. Wo wurde sie gefunden? Im Steinbruch. Komischerweise gar nicht weit von der Stelle. Danke. Komischerweise gar nicht weit von der Stelle, wo wir gestern Vormittag gestanden haben. Na ja, und das hier? Das werden Sie dann sicher auch kennen. Tja, das könnte sein. Das ist ein Notizbuch, ja. Ja, das benutzte er für Telefonnummern oder Adressen. Unter anderem, ja. Unter anderem? Mhm. Hier steht zum Beispiel T.150 Pfund. T.200 Pfund, T.200 Pfund, T.300 Pfund. Haben Sie eine Ahnung, was das bedeuten könnte? Finde ich das nicht die geringste. Mhm. Na, eines kann man
Jedenfalls sagen, das sind Summen, die er entweder gezahlt oder erhalten hat. Gezahlt, würde ich sagen. Ich auch, Mr. Paxton. Und deswegen interessiert mich die Sache. Tja, ich kann mir wirklich nichts darunter vorstellen. Hm. Naja, vielleicht kann mir Mrs. Stewart weiterhelfen. Ach, Sie sprechen nicht zufällig Italienisch, Mr. Paxton? Nein, leider nicht. Mrs. Stewart vielleicht? Auch nicht. So viel ich weiß, jedenfalls. Konnte Mr. Stewart Italienisch? Ich glaube nicht. Warum fragen Sie? In der Brieftasche steckt ein Zettel mit einer Notiz. In Italienisch, wie mir scheint. Aber sicher kann ich es auch nicht sagen. Und eine hübsche Wohnung haben Sie, Mr. Paxton. Haben Sie schon lange? Ja, seit einem Jahr etwa. Oh, wirklich sehr hübsch. Und hier ist... Schlafzimmer. Naja, naja. Ach, Inspektor, werden Sie heute noch bei Mrs. Stewart vorsprechen? Ach, wohl nicht mehr. Ich glaube, die Arme hat genug von mir. Dankeschön, auf Wiedersehen, Mr. Paxton. Hat er die gesehen? Nein, aber das ist ein reines Wunder. Es tut mir leid. Ich habe es erst bemerkt, als sie schon nebenan war. Was war das mit dem Notizbuch? Mit Gordons Adresse, nicht wahr? Ja, da waren Zahlen eingetragen und ein großes T. Und Summen, die er entweder bekommen oder gezahlt hat. T. Ich weiß, was du denkst. Tracy. Kitty Tracy. Das war auch mein erster Gedanke. Diana, ob wir wollen oder nicht, ich glaube, wir müssen etwas unternehmen. Was? Wir müssen herausbekommen, was diese Person für eine Rolle spielt. Wenden 748. Mrs. Tracy? Ja. Wer ist denn dort, bitte? Mein Name ist Stewart. Diana Stewart. Ja, Mrs. Stewart. Was kann ich für Sie tun? Sie haben heute Nachmittag einen Bekannten von mir angerufen. Wegen meines Mannes. Wegen Ihres ehemaligen Mannes, ja, Mrs. Stewart. Ich würde mich sehr gerne einmal mit Ihnen unterhalten. Könnten Sie nicht bitte bei mir vorbeikommen? Oh, ich könnte, Herzchen, ich könnte. Aber nehmen Sie es mir nicht übel. Ich tue es nicht. Aber wenn Sie sich mit mir unterhalten wollen, dann können Sie hier mal bei mir vorbeikommen, nicht? Gut. Wann würde es Ihnen passen? Jederzeit, Herzchen. Jederzeit. Wie wär's mit heute Abend? Ja, gut. Um 7 Uhr? Bestens, ja. Sie kennen doch meinen kleinen Flohladen. Also an der Tür, da hängt zwar ein Schild geschlossen, aber kümmern Sie sich nicht drum. Kommen Sie einfach rein. Ja, danke. Oh. Ich habe zu danken. Soll ich dir denn noch sagen? Du bist doch wirklich verrückt. Marjorie! Ein Moment, bitte. Was sollen wir denn mit noch einem Auto? Willst du denn mit zwei Wagen mit dem spazieren fahren? Ist so schön, Dete, wenn du immer so einen Zirkus machst. Ich mach doch überhaupt keinen Zirkus. Aber wessen Geld ist es? Deins oder meins? Darauf habe ich nur gewartet. Na, dann bist du wenigstens nicht enttäuscht. Was für ein Auto ist es denn? Bentley. Ein Bentley? Mhm. Warum nicht gleich ein Rolls Royce, huh? Doch kein neuer. Ach, kein neuer. Na, das ist 15 Jahre alt. 15 Jahre? Bist du denn wirklich von allen guten Geistern verlassen? Du liebe Zeit, da ist er schon. Was glaubst du, was die Leute sagen werden, wenn du mit einem 15 Jahre alten Bentley in der Gegend rumfährst? So gut geht's gar nicht. Hallo, Emily. Hallo, Ned. Hallo, Ned. Entschuldigen Sie, Ned, ich habe es mir anders überlegt. Ich bin doch nicht interessiert. Sie sind nicht interessiert? Also hören Sie, Walter, gestern habe ich Sie ausdrücklich gefragt, ob Sie denn ernst ist. Und Sie haben gesagt, ja. Es ist im Ernst. Hast du denn den Wagen schon mal gefahren? Nein. Nein? Natürlich nicht. Worüber reden wir denn dann? Machen Sie eine Probefahrt mit ihm. Sie können doch nicht erwarten, dass er ein Auto kauft, das er noch nie gefahren hat. Genau. Also, kommen Sie, alter Freund. Ah, der Herr Inspektor. Was will denn der hier? Emily? Ja, keine Ahnung. Du, Walter, weißt du was? Ich? Wieso denn ich? Na ja. Also langsam fällt er mir wirklich ein bisschen auf die Nerven.
Guten Tag, Mrs. Brown. Guten Tag. Ja. Guten Tag, Herr Inspektor. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Oh, ja, selbstverständlich, gell? Was Neues über Gordon Stewart, Inspektor? Ja. Und leider sehr Unerfreuliches. Ja, darf ich bitten? Er wurde ermordet. Wir haben die Leiche heute Nachmittag gefunden. Auf dem Schrottplatz am alten Hafen. Ah. Und diesmal ist kein Irrtum möglich? Nein, nein, kein Irrtum möglich. Ja, was hat er denn auf dem Schrottplatz gewollt? Tja, den kenne ich. Ach, richtig, und Mrs. Stewart hat mich... Ja? Ja, Mr. Parker? Na, sie kam zum Tanken und heute und fragte mich, ob ich ihn kenne. Wann war das? Kurz nach Mittag. Ja. Wie wurde Gordon denn ermordet? Erschossen. Vor 2 Tagen nach unserer Feststellung. Oh mein Gott. Haben Sie schon irgendeine Ahnung, wer es getan hat? Nein, leider nicht, Mrs. Brown. Aber wir beginnen ja eben erst mit unseren Untersuchungen. Bis heute Nachmittag konnten wir noch hoffen, ihn leben zu finden. Sie kennen den Schrottplatz, sagen Sie, Mr. Parker. Ja, ich kenne ihn. Der Autofriedhof ist gleich daneben. Da habe ich manchmal zu tun. Und wer der Tote im Steinbruch war, das wissen Sie inzwischen, Inspektor? Ja. Ein gewisser Ken Harding. Sagt Ihnen der Name etwas? Nein. Moment mal. Ken Harding? Oh. Der Name kommt mir aber bekannt vor. Hast du mich nicht einmal mit einem Ken Harding bekannt gemacht, Emily? Nein. Ken Harding ganz bestimmt. Aber natürlich hieß das so nicht dieser Mensch, den wir damals in Guildford getroffen haben, in diesem Antiquitätenladen. Aber das war Tom Belling. Tom Belling ist ein Jugendfreund von mir. Also, wenn ihr zwei auf eurer Probefahrt noch was sehen wollt, müsst ihr euch jetzt langsam beeilen. Mhm. Du? Mhm. Und dass du mir den Kauf ja nicht perfekt machst. Sag, ob du den Wagen haben willst oder nicht. Alles Weitere erledige ich dann mit Nett. Hm? Ich hab's zur Kenntnis genommen, Lady. Kommen Sie, alter Freund. Ach, übrigens, Inspektor, falls Sie es noch nicht gemerkt haben, wer hier das Regiment führt, das bin nicht ich. Mr. Parker möchte Ihrem Mann einen Wagen verkaufen. Hm? Ach ja, einen 15 Jahre alten Bentley, ich bitte Sie. Auf dem vor der Tür? Mhm. Das sieht doch noch sehr gut aus. Aber nicht mehr lange, wenn Walter ihn fährt. Möchten Sie einen Kaffee, Inspektor? Oh ja. Milch und Zucker? Nein, danke, ohne Ja. Mrs. Brown. Mhm. Sie wurden heute Vormittag angerufen von Mr. Stewart. Beziehungsweise von jemandem, der sich für Mr. Stewart ausgegeben hat. Ich? Nein. Diana hatte den Anruf. Was denn? Mrs. Stewart? Ja. Ich denke, Sie. Nein. Ist was? Jetzt bin ich aber neugierig, was sich heute Vormittag abgespielt hat. Muss ich das sagen, Inspektor? Aber nein, Mrs. Brown. Sie müssen gar nichts. Es ist nur, weil... Ach, ich hatte Diana versprochen, den Mund zu halten. Ja, ja, aber inzwischen haben sich die Umstände etwas geändert, nicht wahr, Mrs. Brown? Wie meinen Sie das? Nun, wir sind jetzt nicht mehr auf der Suche nach einem Verschollenen, sondern nach einem Mörder. Ja, natürlich, da haben Sie recht. Inspektor, Ich habe mich heute Morgen mal wieder mit meinem Mann gezankt. Es kommt leider in letzter Zeit öfter vor. Ja, und? Ja, und dann flüchte ich mich immer zu Diana, um ein bisschen Dampf abzulassen. Aha. Und als ich nun... Danke. Als ich nun heute Morgen zu ihr kam, da war sie selber völlig verstört. Und dann stellte sich raus, dass ungefähr 5 Minuten vorher Gordon angerufen hätte und sie um ein Treffen gebeten hatte. Und zwar am Schrottplatz am alten Hafen. Sie bat mich, keinem Menschen etwas davon zu sagen, überlegte dann, ob sie sich nicht eigentlich mit ihnen in Verbindung setzen sollte. Naja, also kurz und gut, sie entschloss sich hinzufahren. Und ich sollte ihnen nichts davon sagen, nicht einmal meinem Mann. Und Mrs. Stewart hatte nicht den leisesten Zweifel, dass der Anruf ihr Mann war. Nicht den geringsten. Sie war fest davon überzeugt. Und das ist ja gerade das, was ich nicht verstehe, denn jetzt wissen wir ja, dass es Gordon gar nicht gewesen sein kann. Ja, vielen Dank, Mrs. Brown. Sie haben mir sehr geholfen. Oh, Inspektor. Vielen Dank. Inspektor, bitte.
Wie kamen Sie denn darauf, dass ich den Anruf bekommen hätte? Ach, irgendeine Äußerung von Mrs. Stewart, die ich offensichtlich missverstanden habe. Ja, was hat sie denn gesagt? Sie sagte, Sie hätten den Anruf von Mr. Stewart, beziehungsweise den angeblichen Mr. Stewart bekommen. Und er habe Sie gebeten, Mrs. Stewart zu verständigen. Das ist ja fantastisch. Was kann sie denn dazu gebracht haben, so zu lügen? Tja. Wir haben telefonieren lassen. Dosen. Was gibt's da? Dosen, Sie sprechen doch Italienisch. Naja, so ein bisschen. Mhm. Können Sie mir das übersetzen? Sie ist doch Italienisch, oder? Ja, schon, aber darf ich wissen, was das ist? Diesen Zettel haben wir in der Brieftasche eines Ermordeten gefunden. Hey. Naja, das ist eine Art Sprichwort. Und heißt, wenn auch mit etwas anderen Worten, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel? Ja, Sir. Glaube mir, ich habe es gesehen. Komm her. Musstest du ausgerechnet diese Handschuhe anziehen? Ich habe doch nicht wissen können, was mich da erwartet. Bist du wenigstens sicher, ganz sicher, dass du das Messer nicht angefasst hast? Ich glaube nicht. Es klingt aber nicht so. Ich glaube nicht, dass ich es angefasst habe. Ich glaube nicht. Diana, das nützt verdammt wenig. Das ist entscheidend. Fingerabdrücke von dir auf dem Messer. Nein, du, ich habe es nicht angefasst. Ich habe es nicht angefasst. Gut. Komm, wir gehen das Ganze noch einmal Punkt für Punkt durch. Ja. Wo hast du mit dem Wagen gehalten? Ungefähr 20 Meter vor dem Laden. Gut. Hat dich jemand gesehen? Ist jemand vorbeigekommen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Diana, es nützt nichts. Wir müssen noch einmal... Nein, gehen. Nein, das kann ich nicht. Mrs. Stewart? Ja, Mrs. Hopkins? Inspektor Clay würde Sie gerne sprechen. Ja, sagen Sie dem Inspektor, dass ich sofort komme. Jetzt haben Sie Emily gewonnen. Lass mich mit ihm reden. Ich habe... Er darf nicht wissen, dass ich hier oben war. Danke. Guten Abend, Inspektor. Mein Name ist Stewart.
Bitte wollen Sie nicht reinkommen, Inspektor. Dankeschön. Ja, gibt es irgendetwas, womit ich Ihnen behilflich sein kann? Sie verzeihen, hoffentlich, Mrs. Stewart. Ich habe natürlich... Aber ich muss Sie noch einmal sprechen, wegen des Telefonanrufs. Ach, Mrs. Stewart, wir müssen... Guten Abend, Inspektor. Ja, guten Abend, Mr. Paxton. Haben Sie herausbekommen, wer sich als Mr. Stewart ausgab? Nein, noch nicht. Bitte wollen. Wollen Sie sich nicht sehen? Dankeschön, ja. Mrs. Stewart, ich täusche mich doch nicht. Sie sagten mir, es war Mrs. Brown, die den Anruf bekommen hat. Ja, Inspektor. Und Mrs. Brown kam zu Ihnen und gab Ihnen Bescheid. Ja, so war es, Inspektor. Tja. Die Sache ist die, Mrs. Brown sagt etwas anderes. Inwiefern? Bestreitet sie den Anruf? Nein, nein, ob sie sagt, Mrs. Stewart sei angerufen worden, nicht sie. Ja. Mrs. Brown sagt, als sie heute Morgen zu Ihnen kam, da seien Sie ganz aufgelöst gewesen und hätten ihr erzählt, gerade habe Ihr Mann angerufen. Ja, aber sie angerufen, Mrs. Stewart. Ja, aber das ist nicht wahr, Inspektor. Das ist nicht wahr. Ja, verzeihen Sie, ich wiederhole ja nur, was Mrs. Brown mir gesagt hat. Wann haben Sie mit ihr gesprochen? Heute Nachmittag, gleich nach meinem Besuch bei Ihnen. Ja, ich möchte der Sache natürlich auf den Grund gehen, Mrs. Stewart. Falls Mrs. Brown nicht die Wahrheit sagt... Entschuldigen Sie, bitte. Ja, bitte. Für Sie, Inspektor. Aha. Dankeschön. Clay. Ja, Fuller? Wie lange sagen Sie? Gut, ich komme gleich zurück. Mr. Brown hat bei mir im Büro angerufen. Er macht sich Sorgen wegen seiner Frau. Emily? Ja. Sie ist noch nicht nach Hause gekommen, obwohl sie zusammen ins Theater wollten. Ich muss mich jetzt erstmal darum kümmern. Ach, vielleicht denken Sie noch mal darüber nach, wie das mit dem Telefonanruf war, Mrs. Stewart. Ja, ich brauche es nicht, Inspektor. Ich bringe Sie nach. Aber Mr. Paxton, ich weiß doch Bescheid. Wir müssen noch einmal zu Kitty Tracy. Ich kann nicht. Wenn Sie Spuren von ihr dort finden, dann sind wir verloren. Marc, ich kann nicht. Reiß dich zusammen, wir müssen noch einmal dorthin. Du kannst.
will sehen, was Walter Braun hier will. Ich hab so Angst. Und da sieht und hört man bekanntlich Gespenst. Es war Emily vorhin. Ich bin ganz sicher. Eva Gordons anrufen. Wenn du mir nicht glaubst, ist alles kaputt. Psst. Achtung, Achtung, er kommt. Zurück. Siehst du was? Er steht an. Weißt du was? Was? Ich glaube, ich bin der Einzige, der sich nicht in ihm getäuscht hat. Nicht, Inspektor, warum Sie sich überhaupt noch die Mühe machen, gelegentlich von hier wegzugehen. Verzeihen Sie. Aber Mordfälle lassen sich selten innerhalb der Dienststunden klären. Sie haben eine Spazierfahrt gemacht? Meine Verfassung ist... Sie erraten es. Mrs. Stewart hatte mich gebeten, Sie ein wenig ins Freie zu fahren. Meine Verfassung, Inspektor, ist wirklich nicht die beste. Haben Sie etwas herausfinden können wegen Emily? Ja, die Sache hat sich zum Glück auf eine harmlose Weise geklärt. Deshalb habe ich mir auch erlaubt, noch mal herzukommen. Mich interessiert immer noch der Widerspruch mit dem Telefongespräch. Ich dachte, dass man vielleicht durch eine Gegenüberstellung... Oh, entschuldigen Sie. Verdammt, Mrs. Hopkins, das mache ich schon. Guten Abend. Guten Abend, Diana. Guten Abend, die Herren. Mrs. Stewart. Ist die nicht gut? Was ist denn? Was ist denn? Nein. Emily, wie ist das möglich? Ja, Liebling, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, wie ist das möglich? Ich habe dich doch gesehen vorhin bei Mrs. Tracy. Ich dachte, du bist... Oh. Inspektor, was meinen Sie? Mrs. Brown, wissen Sie, welchen Arzt Mrs. Stewart hat? Nein, ich glaube, Dr. Cooks. Nein, es ist hier schon vorbei. Es war wirklich nur ein Moment. Ich habe die letzten Nächte kaum geschlafen. Das glaube ich Ihnen gern, Mrs. Stewart. Sehen Sie, darauf habe ich nur gewartet. Ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, pass auf, irgendwann klappt sie zusammen. Ich gebe es dir schriftlich. Walter, bitte holen Mrs. Hopkins, ja? Sollten Sie wohl am besten ins Bett bringen. Ja, ich glaube auch. Mir ist wirklich nicht so gut. Komm, mein Schatz, ich bringe dich nach oben. Oh, Mrs. Hopkins, helfen Sie mir, sie zu Bett zu bringen. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja, natürlich ist es nicht schlimm. Entschuldigen Sie aber bitte. Aber ich bitte Sie, komm. Mrs. Stewart. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Und Mr. Paxton, bitte, wir müssen die Akten morgen durchgehen. Sie rufen mich an? Ja, selbstverständlich, Mrs. Stewart. Gute Besserung, Mrs. Stewart. Sie wollten noch etwas Geschäftliches besprechen? Wie sollte man ihr besser noch ein bisschen vom Leibe halten, oder? Ja, das sage ich ja auch, aber sie besteht darauf. Und es gleich und auf einmal in die Hand zu nehmen. Und das ist natürlich zu viel für sie. Ich fürchte, auch ohne den Schwächeanfall von Mrs. Stewart wären wir nicht viel weiter gekommen, Mr. Brown. Wieso? Mrs. Stewart bleibt dabei, dass ihre Frau den Anruf bekommen hat. Aber das stimmt nicht. Nein, das kann gar nicht stimmen. Ich war den ganzen Vormittag zu Hause, das hätte ich doch mitgekriegt. Mrs. Stewart hat sicher nichts dagegen, wenn Sie an den Apparat gehen, Mr. Paxton. Ja, natürlich, ja. Ist da Winton 813? Ja. Kann ich bitte Mrs. Stewart sprechen? Tja,
sicher, das ist im Moment leider nicht möglich. Wer spricht? Hier ist Nigel Mills. Aha, Mr. Mills. Hier ist Mark Paxton. Guten Abend, Mr. Paxton. Dachte ich mir doch. Ich kenne die Stimme. Ja, Mr. Mills. Mrs. Stewart ist schon zu Bett gegangen. Ach, und es ist wohl besser, wir stören sie nicht mehr. Sie fühlt sich nicht sehr wohl. Ja, dann natürlich, ja. Kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein? Ich fürchte, nein. Ich wollte Mrs. Stewart nur fragen, ob ich morgen Vormittag bei ihr vorbeikommen kann. Wäre ich meine, Ihnen halb möglich. 11 Uhr recht? Halb elf, ausgezeichnet. Also sagen wir 11:30, wenn ich nichts mehr höre. Ja, gut, ja. Vielen Dank, Mr. Paxton. Wiederhören. Wiederhören, Mr. Max. Das war Nigel Mills, was? Ja. Aha. Rechtsanwalt. Mills und Plattford. Gordon hat viel mit ihm gearbeitet. Naja, ich kenne Mr. Mills. Von verschiedenen Gelegenheiten her. Ach, muss ich auch ein? Danke. Ich nehme mir selbst ein. Na? Naja. Ist noch nicht so ganz das Wahre, aber es wird schon wieder werden. Du hast aber jetzt nichts erwähnt, oder? Ach, Walter, hör mal, für wie brutal hältst du mich eigentlich? Haben Sie was rausgekriegt, Inspektor? Ja. Er sagt, Diana Black dabei, du hättest den Anruf bekommen. Walter, das sagt sie wirklich? Mhm. Auch noch heute Abend? Ja. Aber was mich im Augenblick viel mehr interessiert, was meinte Mrs. Stewart, sie habe sie vorhin bei Mrs. Tracy gesehen. So etwas sagte sie doch, oder? Ja. Das ist mir absolut schleierhaft, Inspektor. Ich kann mir wirklich nicht erklären, warum sie sowas gesagt haben soll. Und Sie? Mr. Paxton? Leider auch nicht. Sag mal, wer ist denn nun eigentlich diese Mrs. Tracy? Apropos. Du hattest ihn nicht den Laden in der Station Street? Station. Ja, diese fürchterliche Person mit dem Hundefutterladen? Ja. Aber bei der habe ich schon monatelang nichts mehr gekauft, Inspektor. Nicht seitdem du unseren Hund überfahren hast. Aber Kind, was heißt denn Mrs. überfahren? Mrs. Stewart sieht schon sehr gut aus. Finden Sie nicht auch, Mr. Paxton? Ich habe es mir noch nie überlegt. Aber ja, gewiss. Mr. Fuller möchte Sie sprechen. Was wollen Sie denn hier? Entschuldigung, Chef, wir haben einen anonymen Anruf bekommen. Ja. Es handelt sich um Mrs. Tracy. Ja, kommen Sie. Entschuldigen Sie einen Augenblick. Ja, da sollte irgendwas los sein mit ihr. Sie wissen doch, diese komische Zootante aus der Station Street. Ja, wir sind gleich hingefahren, Harry und ich. Da sah es vielleicht aus, sage ich Ihnen, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Ja, und manch kommt sie zur Potte. Sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt, die Polster aufgeschnitten, Tapeten von den Wänden gerissen. Was ist mit Mrs. Tracy? Mrs. Tracy? Die ist tot. Ermordet. Guten Nacht. Gut, ich bedanke mich, Mr. Mills. Hier rein. Ich bin eine halbe Stunde bei Ihnen. Danke. 2, höchstens 3 Stunden tot, soweit er bis jetzt sagen. Da drüben zum Schrank. Passen Sie auf, Fuller. Wer hier am Berg war, hat irgendetwas gesucht. Ob er es gefunden hat, können wir nicht sagen. Ihr kennt also alles durch, restlos alles. Die Zimmer hier oben, den Laden da unten, jeden verdammten Winkel. Verdammt. Wonach sollen wir suchen? Das weiß ich nicht. Finden sollt ihr es. Ich bin in 1,5 Stunden zurück. Freundlich von Ihnen, Mr. Mills, dass Sie so spät noch Zeit für mich haben. Darf ich? Bitte, danke. Kommen Sie. Nehmen Sie Platz. Bitte. Danke. Trinkgefällig? Ja, vielleicht einen kleinen Whisky. Bitte nichts dagegen. Sie haben sich für morgen Vormittag bei Mrs. Stewart angesagt. Ja, habe ich. Kein ganz leichter Gang. Ah. Woher wissen Sie übrigens davon?
Ich war in Hypo, als Sie anriefen. Ach so. Bitte. Komm. Danke. Jetzt verraten Sie mir aber, was Sie zu mir führt. Sie haben wohl schon gelesen von Mr. Stewart. Ja, ja, schreckliche Geschichte. Vertrauen, haben Sie schon irgendwelche Anhaltspunkte? Also gut. Ja. Sie waren als Anwalt für Mr. Stewart tätig, Mr. Mills. Ja, wir haben verschiedene seiner Dinge betreut. Was interessiert Sie speziell, Inspektor? Sein Testament, Mr. Mills. Sein Testament? Mhm. Ich wüsste gern, wer erbt. Da würde ich vorschlagen, diese Frage stellen Sie am besten Mrs. Stewart. Morgen, nach meinem Besuch. Ich stelle die Frage aber an Sie, Mr. Mills. Und ich würde es gerne jetzt wissen. Jetzt gleich. Mr. Mills, ich habe Ihnen eben auf eine vertrauliche Frage eine offene Antwort gegeben. Können Sie sich nicht revanchieren? Dann muss ich Sie in die Vorgeschichte einweihen. Vor etwas über 2 Jahren kam das Ehepaar Stewart zu mir, damals 1,5 Jahre verheiratet, weil Gordon Stewart ein Testament machen wollte. Wir besprachen die Einzelheiten, ich fertigte das Dokument aus. Darin wurde die Haushälterin mit 1.000 Pfund bedacht. Für das übrige Vermögen setzte er seine Frau als Alleinerbin ein. Und das ist das Testament? Nein, eben nicht. Vor 4 Wochen bat Gordon Stewart mich dringend in sein Büro und übergab mir diesen Umschlag zur Aufbewahrung. Darin befindet sich ein neues Testament, erklärt er mir, von dem weder seine Frau noch sonst jemand etwas wisse, beziehungsweise wissen solle. Aha. Ja, keine sehr glückliche Situation für mich, muss ich sagen. Aber um es kurz zu machen, ich nahm das Ding an mich. Er hat sein Testament geändert. Doch. Bitte, allerdings. Ausgestellt von einem sehr angesehenen Londoner Anwaltsbüro und unterschrieben eben dort am 25. Juli, also genau vor 5 Wochen. Ja. Das Legat für die Haushälterin ist geblieben, 1.000 Pfund. Für seine Frau blieb nur noch 9.000 Pfund. Und der kleine Rest von einer Dreiviertelmillion ging an eine Miss Diana Valesco, London, Chelsea, Franklin Terrace 33. Diana Valesco? Ja, verdammt nochmal, wer ist denn das? Ich fürchte, dieselbe Frage wird mir morgen Mrs. Stewart stellen. Ich hatte angerufen. Ja, Inspektor Clay, bitte. Ja, danke schön. Bitte kommen Sie rein. Legen Sie ab. Ist aber sehr hübsch hier. Gefällt es Ihnen? Ich bitte sehr um Entschuldigung, Miss Valesco, dass ich Sie so spät noch überfalle. Aber die Sache ist sehr wichtig. Sind Sie deswegen gekommen? Sie wissen, was passiert ist. Ich habe es heute Abend gehört. Im Radio. Ich untersuche diesen Fall, Miss Valesco. Und ich nehme an, ja, ich bin eigentlich sicher, dass Sie mir helfen können. Ich werde Ihnen alles sagen, was ich weiß. Danke. Inspektor Clay, woher wissen Sie meine Adresse? Sie steht im Testament. Wo? In dem Testament, das Mr. Stewart hinterlassen hat. Da steht mein Name drin?
Das überrascht Sie? Ja, sehr. Ja, deswegen komme ich nicht. Wegen des Testaments hören Sie von anderer Seite. Ich wollte Sie bitten, mir von Ihrer Beziehung zu Mr. Stewart zu erzählen. Ich muss Sie danach fragen. Selbstverständlich. Wie lange haben Sie sich gekannt? Wir haben uns vor einem halben Jahr kennengelernt. Und wo? Hier, in London. Ja. Fuller? Ah, Chef. Wir haben uns schon gefragt, wo Sie bleiben. Ich habe euch versetzt, aber ich muss den kleinen Abstecher nach London machen. Was gibt's? Habt ihr was gefunden? Ja, Chef, einiges. Ich weiß nur nicht, ob es das ist, was Sie suchen. Na, ich würde fast vorschlagen, nicht am Telefon darüber zu reden. Es ist jetzt 11:30. Ich brauche ungefähr 1,5 Stunden zurück. Wir treffen uns gegen 1 bei mir im Büro. Gut. Okay, Chef. Ihr könnt zusammenpacken. Guten Tag, Mr. Parker. Oh, der Inspektor. Sterling? Nein, nein, keineswegs. Bleiben Sie, ich bin gleich soweit. Bitte, bitte. Was gibt's Neues, Herr Inspektor? Ich stelle Nachforschung an über eine gewisse Kitty Tracy. Kitty Tracy? Du bist eine Mieterin von mir. Ja, das habe ich gehört. Und warum Nachforschung? Hab gehört. Können wir nicht rüber? Kann man einen Menschen sein? Komm. Ja, Inspektor. Was ist? Darf ich? Oh, Entschuldigung, bin gleich fein. Tja. Kitty Tracy ist vergangene Nacht ermordet worden. Die ärztliche Untersuchung... Das ist doch nicht wahr. Leider doch, Mr. Parker. Nein, aber wer in aller Welt hätte Kitty Tracy umbringen wollen? Ja, das möchte ich auch gern wissen. Aber vielleicht können Sie mir helfen. Was wissen Sie von ihr? Recht wenig eigentlich, wenn ich es mir recht überlege. Das ist ja wirklich unfassbar. Ich bekam mit ihr zu tun, als ich vor 2 Jahren, um Geld anzulegen, 2 Häuser in der Station Street kaufte. Darunter auch das mit ihrem Laden. Und da machte sie mir einige Schwierigkeiten. Inwiefern Schwierigkeiten? Sie bildete sich wohl ein, ich wollte es ja in die Luft setzen. Jedenfalls weigerte sie sich, Miete zu zahlen und schrieb mir ein paar beleidigte Briefe. Aber allmählich hat sie sich dann wieder beruhigt. Besitzen Sie die Briefe noch? Nein, die habe ich längst weggeschmissen. Ja, Inspektor, ich will ja nichts Schlechtes über Kitty Tracy sagen, jetzt schon gar nicht. Aber sie war ja doch wohl eine ganz schön verrückte Person. Das wussten alle und keiner hat sie ernst genommen. Einer aber doch. Der Mörder. Ja, da haben Sie recht. Entschuldigen Sie, ich mache es ein bisschen leise. Ja, bitte schön. Ihren Preis der Tour. Darf ich mal? Kommen Sie. Dankeschön. Sehr schön. Was ich Ihnen jetzt sage, bleibt unter uns, Mr. Parker. Hm? Selbstverständlich. Ja, so nicht geschmacklos, diese Dinge. Ach so. Na ja, Sie sind ja der Sieger. Ich habe Anhaltspunkte dafür, dass der Mord an Kitty Tracy und der Mord an Gordon Stewart in Zusammenhang stehen. Tatsächlich? Mhm. Es sieht so aus, als habe Kitty Tracy Gordon Stewart erpresst. Und zwar schon eine ganze Weile. Kitty Tracy soll Gordon Stewart erpresst haben? Mhm. Das kommt mir aber echt absurd vor.
Sie hat, wenn ich mich nicht sehr täusche, während der letzten Monate mindestens 2000 Pfund aus ihm herausgebracht. 2000? Donnerwetter. Ja, womit soll sie ihn erpresst haben? Wissen Sie das nicht, Mr. Parker? Ich? Woher soll ich das wissen? Nein, wirklich nicht. Mr. Parker, ich habe Sie neulich gefragt, wie lange Sie Gordon Stewart kannten, und Sie sagten mir seit 10 Jahren. Ja, ja. 10 Jahre sind eine lange Zeit. In 10 Jahren wird man vertraut mit einem Menschen. Worauf wollen Sie hinaus, Verehrtester? Ist Ihnen bekannt, dass er ein Verhältnis mit einer Diana Valesco hatte? Ich wusste die ganze Zeit, dass im Hintergrund irgendeine Biene herumschwirrte, aber wer das nun war, hat er mir nie gesagt. Er hat Ihnen also nur gesagt, dass er eine Freundin hat? Nicht einmal das. Ich habe ihn zufällig einmal in einem Nightclub in London mit einem gut aussehenden, schlanken Mädchen gesehen und die Art, wie die zwei tanzten, ja, da war der Fall klar für mich. Warum haben Sie mir das nicht gleich erzählt, Mr. Parker? Warum? Weil mir das sehr geholfen hätte. Verzeihen Sie. Ich entschuldige mich. Entschuldigen Sie, ich schreibe mir nur schnell die paar Zahlen auf, solange ich noch im Kopf habe. Haben Sie Mr. Stewart gesagt, dass Sie ihn gesehen haben? Indirekt. Indirekt? Ja, er war so ein lausiger Fahrer. Hat mich mal ein Stück mitgenommen und habe ich eine Bemerkung gemacht. Mädchen steuerst du aber besser durchs Gewühl als deinen Wagen. Was meint er dazu? Gelacht hat er, aber kapiert auch. Wie sagten Sie, hieß das Mädchen? Diana Valesco, wenn sie das war, mit der Sie ihn gesehen haben. Eine Italienerin. Ja, ja, das war sie sicher. Dunkel, schlank, sehr schlank, bildschön. Ja, ja. Große Klasse. Mhm. Aber hören Sie mal, erpresst soll man ihn haben. Gordon Stewart wegen eines Mädchens. Hätte er doch jedem ins Gesicht gelacht. Ich glaube, da sind Sie im Irrtum, Mr. Parker. Mr. Stewart war es ernst mit dem Mädchen. Sehr ernst. Er hat sie sogar in seinem Testament bedacht. Also, er hat ihr was vermacht? Mhm. So gut wie alles, Mr. Parker. Nein. Doch, Mr. Parker. Willst du mir nicht endlich erzählen, was Mills gesagt hat? Ich habe es dir doch erzählt. Du erzählst mir dauernd, was du meinst. Aber deine Meinung interessiert mich nicht. Ich will wissen, was Mills gesagt hat. Gordon hat sein Testament geändert. Das habe ich kapiert. Wann? Vor einem Monat. Bei Mills? Nein, beim Londoner Anwalt Baden und Reis oder so ähnlich. Ja, mit denen arbeitet die Firma auch. Und? Was ich dir gesagt habe. Mrs. Hopkins bekommt 1000 Pfund, ich bekomme 9000 Pfund und alles andere geht an dieses Mädchen. Alles? Ja, alles. Das glaube ich nicht. Das kann ich einfach nicht glauben. Es ist aber so. Wusstest du von diesem Mädchen? Nein. Du hattest keine Ahnung? Nein. Gott, das hätte ich dir doch erzählt. Mein Gott. Und das nach all dem. Ja, das nach all dem. Was machen wir nun? Es gibt nur eins. Du musst das Testament anfechten. Das kann Monate dauern. Egal, wie lange es dauert, du musst es tun. Hör zu, Diana. Morgen früh werde ich sofort als erstes... Ja, bitte. Hallo, Diana, bist du? Glaube ich Ihnen nicht. Ich bin nicht tot. Diana, glaub... Hallo? Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich habe eine falsche Nummer gewählt. Was war Gordon? Was war Gordon? Wie sagtest du, heißt dieses Mädchen? Valesco. Und wohnt? Ich weiß nicht. Ich glaube, dieser Mills sagte, Chelsea Franklin, so. Vergiss, was ich eben gesagt habe. Unternimm wegen des Testaments nichts. Nichts. Hörst du? Wenigstens nicht während der nächsten 48 Stunden. Hast du mich verstanden? Ja. Mein Gott, was?
Chelsea, 2861. Könnte ich bitte Miss Valesco sprechen? Wer ist da? Mein Name ist Mark Paxton. Ich war ein Freund von Gordon Stewart. Diane Valesco am Apparat. Ach, guten Tag, Miss Valesco. Ich muss sehr um Entschuldigung bitten. Aber könnten wir uns vielleicht einmal sehen? Ich würde sehr gerne etwas mit Ihnen sprechen. Ja, das wird sehr schwierig sein. Ich bin gerade dabei, wegzufahren. Es ist sehr dringend. Ich hätte sonst nicht gewagt, Sie anzurufen. Also gut, würde es Ihnen heute noch passen? Oh ja, natürlich. 7 Uhr vielleicht. Gut, 7 Uhr. Meine Adresse ist Franklin. Danke, die habe ich. Franklin Terrace 33. Vielen Dank. Miss Valesco. Ich weiß. Ja. Bitte hier rein. Danke. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Wenn Sie mich bitte einen Augenblick entschuldigen. Bitte schön. Ja, selbstverständlich. Guten Tag, Mr. Paxton.